Meine Damen und Herren, wir sind in München angekommen. Konkret bei einer Person in München. Denn von der Band Blue Ruin ist die Drummerin, ist Anna aus München. Aber die Band ist ursprünglich aus Neuseeland, hat aber geilen Sound und deswegen wird die Reaction auf Deutsch sein. Mit dabei der Mann, der TikTok verrückt macht, Mr. Sylvan Silas. Hallihallo. Und mein Name ist Phil. Ach, Phil. Wobei konkret eher Autumn Phil. Du liest hier und dann folgst du mir. Aber viel wichtiger ist, dem Pop on Paradise zu folgen, weil wir machen coolen Stuff, wie zum Beispiel die Reaction, die du hier mit uns guckst. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ich wollte nur sagen, also Fragen zu Blue Ruin. Achso, natürlich, komm. Blue Ruin ist eine Band, wie gesagt. Anna ist in München, aber sind ursprünglich alle aus Neuseeland, aber es ist mittlerweile in ganz Europa verteilt, unter anderem in England, in Italien und eben auch in Deutschland. Und darüber hat man quasi so sich ein bisschen connected, beziehungsweise konkreter connected, haben wir dieses Lied auf einer Plattform, der wir Musik bewerten und dafür Geld bekommen, ja, das gibt es tatsächlich, bewertet. Und ich fand es so gut, dass ich gesagt habe, hey, schenkt der Band ein Follow und danach ist man ein bisschen am Schreiben gewesen und jetzt habe ich gedacht, komm, wir nutzen die Gelegenheit, holen Silas ins Boot und schauen in die Reaction an. Und wie das Video aussieht, kommt jetzt. Dude, is this a joke? No, it's not. Ich muss jetzt sagen, das ist so, das weiß nicht, ob man das ohne Kopf heraus, aber das sind so ganz leichte, kleine Geräusche da im Hintergrund. Es ist schon ganz schön. Und du hast ein kleines Intro bekommen. Und ja, es geht um den Tod. Ich muss jetzt unterbrechen, bevor wir hier wirklich in die Rollen einsteigen. Aber ja, ich habe es vielleicht noch gar nicht betont, es ist nicht female-fronted, sondern es ist im Grunde full-female. Es ist eine full-female-Band. Das ist so ein komischer Begriff, ne? Das ist so, beim Sprechen habe ich gesagt, was sage ich denn jetzt eigentlich? Es ist eine Band komplett aus Frauen und die machen Punkrock. Und ich bin ehrlich, der Anfang hat mich immer schon schön abgeholt, so leichte Gitarren, wo du denkst, was erwartet mich, was erwartet mich? Kommt ein bisschen härtere Gitarre und du sagst, oh, okay. Und ich finde die Stimme der Sängerin, die passt richtig gut beim Einstieg rein. Ja, ich muss sagen, in diesem langen Intro hast du das Gefühl, es werden verschiedene Musikstile aus dem Rock- und Metal-Bereich miteinander vermischt, weil wenn du so diese klassischen Rock-Elemente kennst, mir fällt bloß gerade konkret so dieses ältere, so 70er, 80er Jahre hörst du da leicht raus und es wird auch schön in die Länge gezogen, dass du halt wirklich komplett vom Instrumental abgeholt wirst und auch gerade so durch die Vermischung dieser Gitarrenstile und auch jetzt die Stimme der Sängerin, zwar schön weiblich, aber trotzdem so dieses leichte Raue drinne, finde ich, passt einfach. Das leichte Dreckige, aber gleichzeitig noch irgendwo so nicht süß, aber halt so was Schönes. Genau, ja, dieses raue Dreckige. Dem Part hat einfach schon gute Elemente drin und jetzt gucke ich mal, ob ich zurückspulen kann. Es geht. Und wir nehmen jetzt nämlich richtig Fahrt auf, denn ihr steigt mit uns jetzt in den Refrain ein. Let's go. Kleine Sache noch, die Anna, die aus München ist, die ist übrigens an den Trumps, also jetzt in München wohnt, sondern Trumps.
Und zum Zeitpunkt, wo wir das hier veröffentlichen, könnte es sein, dass wir sie vielleicht sogar für ein Konzert-Vlog-Interview bereit hatten. Das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht hat es geklappt. Weil sie kommt, sobald es will, weiß auch zu ZSK und Superhead in München. Gut, aber mir ist übrigens noch ein schöner Begriff für die Gesangsstimme eingefallen. Frech. Ja, da würde ich aber eher sagen, so dieses Dreckige. Also es geht in meinen Augen schon über dieses Freche hinaus. So dreckig frech. Ja. Was ich aber auch genial fand, so diesen kleinen Effekt, dieses im Hintergrund. Generell der Refrain auch gut gemacht, holt einen wieder komplett ab. Und ja, macht Bock auf die zweite Strophe, finde ich. Ich finde, es hat ein sehr powervoller Refrain, wo du halt allgemein merkst, der Song baut langsam auf, nimmt langsam Fahrt auf. Und dann Refrain einmal, yes, jetzt kommen wir kurz raus mit unseren Emotionen, ballern sie raus und dann geht der Song weiter. Ich weiß nicht, ob der Begriff Rap passend ist, aber ich finde halt so, ist halt wie quasi im Refrain quasi betont wird, so Rip Jeans, dieser Aufbau des Refrains, der gefällt mir tatsächlich ziemlich gut und halt auch bringt halt richtig Belebung in die ganze Sache. Und dazu müsste ich auch sagen, Musikvideo, ich finde, er ist halt, dass alle vier extrem gut performen in dem Video. Ja. Was willst du zum Refrain sagen? Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, schön powerful und noch dieses Sprechgesang, ich würde es noch nicht zu Rap zählen, sondern eher so schneller, besser betont. Ja, ich war ein Beispiel so als Rap, so halt. Ja, ich weiß, wie du meinst. Holt einen definitiv ab, auch gerade so in der zweiten Strophe dieses Ende, dieses I get on my knees. Das, wo so ein bisschen dreckig geschrien wird, so I get on my knees. Genau, aber auch wenn du dann so den Text, wo du dann denkst, so, okay, ja, okay. Und das mit diesem Undead Nightmare vermischt, okay. Nice. Ich finde die Übergänge, wie sie die machen, irgendwie gut. Also, ich hatte einen Gedanken, der kann ich natürlich als Fan nicht so beschreiben. Musiker können das wahrscheinlich besser beschreiben. Aber ich finde halt, das wirkt einfach gemacht, aber es hat wiederum viele Elemente, die auch ein bisschen als Fan für mich anspruchsvoll klingen. Wie zum Beispiel halt die Passagen, Gitarren-Solo. Dann wird da noch mal ein bisschen was gemacht und da kommt noch mal was und da kommt noch mal was. Die schmeißen hier halt viele Sachen hin, wo sie sagt, verarbeite die erstmal und kommt drauf klar, was hier in dem Song passiert. Und das mag ich. Ja, und gerade jetzt dieser, also sie haben hier jetzt wieder ein sehr schönes Instrumental reingehauen, ein sehr langes Instrumental, dafür, dass sie gerade eben halt Strophe, Refrain hatten, ohne halt diese langen Übergänge. Oder wie du es normalerweise kennst, dass du zwei, drei, vier Takte Instrumental hast, wie es ja in etlichen Liedern ist. Diesmal sind sie schön durch, haben immer weiter aufgebaut und jetzt, wo sie einen komplett abgeholt haben, tun sie dich mit dem Instrumental zwar eine Mischung aus Anstacheln gleichzeitig, so nach dem Motto, gib mir mehr, aber dich auch gleichzeitig so runterfahren, so nach dem Motto, mach mal Pause. Um dir dann im Endeffekt nochmal so den letzten Kick zu geben. Also viele Elemente, die mir tatsächlich viel gefallen. Also du kriegst viel für 3 Minuten, aber weiter. Yeah.
Undead Nightmare von Blue Ruin. Das war's mit Blue Ruin. Es ist auch das Ende genauso wie der ganze Song gewesen. Du bekommst viel verschiedene Sachen, die du verarbeiten musst. Aber ich finde es ganz cool. Lass mich etwas Nerdwissen bzw. Insidewissen raushauen, was vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht sogar Deutschen, interessant sein könnte. Die Band Blue Ruin hat unter anderem das Lied Dragon Ball Z, das Intro, gecovert, aber halt auf Englisch. Und ja, was ich jetzt nicht weiß, ob ich sagen darf, aber ich sag's einfach, es wurde auch gesagt, es wird Konzerte in Deutschland geben von Blue Ruin. Unter anderem soll es vielleicht im hohen Norden da etwas geben, wo auf jeden Fall die Band spielen wird. Aber ich denke, es wird noch mehr kommen. Und ja, was ist dein Empfinden? Was ist deine Meinung? Hab ich zu viel versprochen oder hatte ich doch ein bisschen was gepackt? Es hat mich definitiv gepackt, weil, wie wir auch gerade eben schon gesagt haben, einerseits diese schönen langen Instrumentale, aber auch gleichzeitig so die Strophen und der Refrain, der halt wieder sehr powerful ist und auch dann, gerade jetzt, wo dieser lange Übergang war, wo du erst nochmal dieses komplette Instrumental hattest und dann aber auch diese paar Takte einfach nur diese Gitarre und dann aber wieder schön in den Refrain rein. Hat mich definitiv abgeholt, macht Bock auf mehr. Ich werde da definitiv auch wieder nach dem Stream reinhören. Oh Gott. Obwohl, ich wollte eh die Nacht durchmachen. Passt dann, ja. Deswegen, auch musikvideotechnisch ist zwar wieder sehr relativ einfach gehalten. Auch gerade so, was ich feiere, diese Zombies, die dann im Hintergrund kommen, wo du dir denkst, okay, die Männer gucken, dann kommen da weibliche Zombies rein. Die reißen die Männer weg und fressen dann im Endeffekt die Schlagzeugerin. Wo ich mir denke, warum immer auf die Schlagzeuger? Ja. Weil die mal hinten sind und quasi da von hinten mal überrascht wird, das kann passieren. Aber sind ja alle im Kreis, das ist eigentlich keine Ausrede. Aber das siehst du mal, typisches Szenario, auch Zombies können sich streiten. Ja, das waren ja auch so wirklich, wenn man bedenkt, wie die Grabsteine gemacht waren von der Optik her. Die waren ja eher so, sagen wir mal, 17. bis 18. Jahrhundert angedeutet. Und auch gerade so aus der Ecke, wo die halt herkommen, so dieser englische Einfluss. Gerade mit Neuseeland haben sie ja eher einen englischen Einfluss gehabt. Das heißt, sie hatten ja hier nicht so deutsche Kreuze oder so, sondern wirklich diese schönen Steingrabsteine, wie man sie aus den Friedhöfen kennt. Und auch so war die Optik von den Zombies. Wenn man denkt, der mit dem Hut, Bauer damals auf seinem kleinen Höfchen, die Frauen so eher so mittlere City, hier ein bisschen gehobener, hat einmal nach dem Tod anscheinend auch nichts genutzt. Passt zusammen und noch Musikvideo feiere ich. Feiere ich definitiv. Kann ich verstehen. Silas, willst du anfangen oder soll ich? Ich kann gerne wieder anfangen. Also da muss ich wieder sagen, das Musikvideo hat mich wirklich wieder abgeholt. Wie gesagt, ich habe den Song ja auch mal wieder nicht gehört. Aber Musikvideo hat mich komplett abgeholt. Einfach gehalten, gut gehalten. Aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Deswegen bin ich hier bei, na gut, ich habe eigentlich nichts zu bemängeln gehabt, 90 beim Video. Also es ist halt ein Aspekt, den du einsehen musst, das ist wirklich einfach. Also wenn man ehrlich ist, so, du kannst sagen, die waren auf einer Wiese, haben da ihre Instrumente im Kreis aufgebaut und dann sind Schauspieler gekommen als Zombies und haben quasi die Leute angegriffen. Verschiedene Kamerawinkel, fertig. Aber ja. Das wäre ja auch irgendwo unfair. Das Szenario passt nämlich zu den Zombies. Und ich finde es auch ganz cool so gemacht, weil die Kameraumschwünge, Cuts, verschiedene Winkel, die passen schon super, meiner Meinung nach. Aber trotzdem unter der Einfachheit. Und weil ich glaube, dass da schon einiges noch mehr geht an Videoproduktion, muss ich tatsächlich erstmal eine 80 von 100 geben, weil ich glaube einfach, dass da viel geht. Und ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass eine 80 richtig ist. Ich weiß nicht, ob wirklich das dem Musikvideo gerecht wird, aber ich habe so ein Gefühl, dass das auf jeden Fall richtig ist. Das ist das, wonach wir gehen. It's just a feeling. More than a feeling hat so irgendwie. Ja, a feeling. Nee, ich meine, more than a feeling. Hat das nicht Boston oder so irgendjemand gesungen? Egal. Das ist das Altrock, das müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Song. Also der Song hat mich ja halt grundauf, als ich ihn gehört habe, gecatcht. Ich bin dran geblieben, habe ein, zweimal mehr gehört, weil man muss dazu sagen, auf der Plattform habe ich halt wirklich etwas ausführliches Feedback zu der ganzen Sache geschrieben. Und das war dann eben halt auch, wie ich den Song empfinde. Und das sind halt die verschiedenen Elemente, das, was den Song meiner Meinung nach ausmacht. Und ich finde immer, mit so vielen verschiedenen Elementen musst du aufpassen, dass du deinem roten Faden treu bleibst. Und ich finde, das hat der Song halt geschafft. Auch wenn es meiner Meinung nach richtig schwierig ist, den einzuhalten. In dem Sinne, was soll ich denn sagen?
Ich mag den Song, aber es ist halt für mich jetzt nicht das Highlight von allem, aber es ist halt wirklich einfach ein guter Song. Und er macht Spaß zu hören. Ich würde die Band gerne live sehen, weiß aber tatsächlich nicht, ob das passieren wird, weil bis in den hohen Norden will ich tatsächlich nicht für die Band fahren. Aber mal gucken. In dem Sinne, ich rede nicht über einen heißen Brei rum und sage einfach 90 von 100 Punkten, solide 85 von 100 Kickflips für Blue Rune mit Undead Nightmare. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dem, was du gerade eben gesagt hast, bleibt eigentlich nichts einzuwenden. Der hat mich von Anfang an gecatcht, gerade so diese Elemente, die es hauptsächlich ausmacht. Das heißt, die schönen langen Instrumentale, dann diese powerhaften Strophen gepaart mit dem Refrain, der dir nochmal diesen roten Faden aufnehmen lässt und dich nochmal mehr catcht. Deswegen, ich ergebe mich. Es ist mal wieder Zeit. Die 90. Das heißt, wie viel hast du insgesamt vergeben dann für die ganze Sache? 90, ne? Ja. Okay, also 85 Kickflips von mir, 90 Kickflips von Mrs. Silvan, a.k.a. Silas. Und das war's schon. Und Abmoderation kann ich nicht. Das könnte er da drüben. Mach mal. Das war's mal wieder von uns. Diesmal Blue Rune mit Undead Nightmare. Wenn euch das gefallen hat oder wenn ihr Kritik habt, lasst gerne unten einen Kommentar. Ansonsten folgt Pop-Punk Paradise sowohl hier als auch auf TikTok, Instagram und allen Plattformen, wie ihr sie kennt. Folgt dem werten Herrn rechts neben mir, dem werten All-Time-Phil, und folgt uns. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Hell yeah.